Kassel ist die Stadt der Kunst, die Stadt der Kultur. Stadt und Region Kassel sind vor allem gesegnet durch ihre einzigartigen Parks und Schlösser. Der imposante Bergpark Wilhelmshöhe mit Schloss Wilhelmshöhe, Löwenburg und Herkules hat eine Fläche von 240 Hektar und geht direkt in den Naturpark Habichtswald über. Ein Teil des Bergparks, ca. 100 Hektar, ist gleichzeitig ausgewiesener Kurpark. Der Park selbst verfügt über 600 verschiedene Gehölzarten und gilt als Europas größter Bergpark. Eine der schönsten innerstädtischen Parkanlagen in Europa ist die Karlsaue mit dem Orangerieschloss. Die Karlsaue bietet jedem Besucher etwas. Beschauliche Spazierwege, Platz für Sport und Spiel und für Kulturinteressierte die Orangerie mit Marmorbad und astronomisch-physikalischem Kabinett. Ein Kleinod des Rokoko sind Park und Schloss Wilhelmsthal. Unweit von Kassel, in Calden gelegen, ließ Landgraf Wilhelm VIII. Ab 1743 dieses Lust- und Jagdschloss in ländlicher Umgebung als Sommerresidenz errichten. Schloss und Park bilden alljährlich den Rahmen für die Eröffnung des Kultursommers Nordhessen, dessen Veranstaltungsreihe mit Konzert und Picknick im Park beginnt. Kassel verdankt den größten Teil seiner Kunstschätze seiner Geschichte als landgräfliche Residenz. Bestände aus dem Kunst- und Kuriositätenkabinett der Landgrafen stehen für den Beginn einer Sammelleidenschaft, die Kassel in den Jahrhunderten mit herausragenden Kunstwerken bereichert hat. Darunter sind antike Skulpturen wie der Kasseler Apoll oder die berühmte Sammlung niederländischer Malerei mit Werken von Rembrandt und Rubens. Sie sind das Herz der Kasseler Museen. Das Otoneum war das erste feste Theatergebäude Deutschlands. Das Fridericianum, der erste Museumsbau des europäischen Kontinents. Gemeinsam mit den städtischen und privaten Museen existiert ein kulturelles Netz von ungewöhnlicher Dichte und Qualität, das Kunstliebhaber aus aller Welt anzieht und jährlich am ersten Samstag im September mit der Kasseler Museumsnacht gefeiert wird. Als weltweit bekannteste, prestigeträchtige und folgenreiche Ausstellungsreihe hat die Documenta ihren Führungsanspruch bei der Vermittlung von Gegenwartskunst im Laufe ihrer Geschichte kontinuierlich ausbauen können. Auch außerhalb der Documenta-Zeiten präsentiert die Kunsthalle Fridericianum ein vielbeachtetes Ausstellungsprogramm zeitgenössischer Kunst. Kassel verfügt über einzigartige Ausstellungs- und Forschungsstätten. Das Museum für Sepulkralkultur, die Caricatura und das Documenta-Archiv. In Kassel, der Hauptstadt der deutschen Märchenstraße, zeugt das Brüder-Grimm-Museum vom Leben und Schaffen der bekannten Sprachforscher Jakob und Wilhelm Grimm, was besonders bei Japanern und Amerikanern, aber auch bei allen anderen gleichermaßen auf Begeisterung stößt. Die Spuren der weltberühmten Märchen finden sich überall in Kassel und Umgebung. Vom Dornröschenschloss Saberburg im Reinhardswald über den Märchenlandweg bis hin zu den Originalwirkungsstätten der Brüder Grimm. Auch die Bretter, die die Welt bedeuten, haben in Kassel mit dem 2006 umgebauten Staatstheater, der Komödie und zahlreichen kleinen Bühnen ihren festen Platz. Ebenso wie eine vielfältige freie Kulturszene, die mit zahlreichen Programmkinos, dem sommerlichen Kulturzelt sowie vielen weiteren Aktionen und Locations das Kulturleben bereichern. Direkt in der Innenstadt sorgen das Varieté Star Club und eine hochmoderne Spielbank für prickelnde Unterhaltung. Nordwestlich von Kassel findet man die Konzertscheune Calden, eine historische Scheune, die umgebaut heute als kultureller Geheimtipp unter den Kennern gilt. In Kassel leben bedeutet, immer wieder Neues zu entdecken.